damals auch schon der Kreis gebildet? Ja, das ist also offensichtlich ein Ritual, was wir Hockeyspieler eingeführt haben. Dass das 25 Jahre her sein soll, ist erstaunlich. Erstaunlich auch die Zuschauermasse, muss man schon sagen, für Hockey, die da war. Ja. 15.000 Menschen haben dieses Finale gesehen. Also 15.000 Menschen auf den Rängen, die Eintritt bezahlt hatten. Und dann hier im Olympiabereich waren ja so sehr schöne Fußgängerwälle rund um das Stadion. Also ich denke mal, einige Tausend standen auch nach oben auf den Wellen. Hier haben wir gerade schon Beispiele gesehen für die Härte, die in dieses Spiel kam. Und ich habe es damals auch übertragen, ich weiß. Und ich glaube, ich war da recht gerecht in der Beurteilung. Ich glaube schon, die Pakistani haben die Härte reingebracht. Ja, die haben schon die Niederlage im Gruppenspiel, haben das nicht verkraften können. Und nun drohten sie also das Endspiel zu verlieren. Und für sie stand viel, viel, viel mehr auf dem Spiel als für uns in materieller Hinsicht. Für uns war es halt der Olympiasieg, das war für uns das Größte. Ich habe später gehört aus pakistanischen Kreisen, die Spieler, die das Endspiel gegen uns verloren haben, haben ein Haus oder ein Grundstück nicht bekommen dadurch. Immer wieder Ecken auf die verschiedenste Art ausgeführt und wie man hier sieht, auch nicht gerade sehr erfolgreich. Also da war die pakistanische Abwehr immer sehr schnell draußen. Ja, die laufen raus, die stören natürlich, die stören den Rhythmus und wir mussten uns natürlich auch was einfallen lassen. Wir hatten verschiedene Eckenvarianten, wie es heute natürlich auch so ist. Zum Beispiel haben wir hier eine Ecke nach rechts abgespielt und nicht sofort geschossen. Ja, und jetzt kommt eigentlich eine Situation, die ist auch bezeichnet. Der pakistanische Rausläufer schlägt dem Handstopper Uli Voss auf die Hand. Unser Linksaußen Peter Trump, einer der Jüngsten mit der Nummer 11, reklamiert. Und was passiert? Der Schiedsrichter Servetto schickt ihn vom Platz mit einer 5-Minuten-Strafe. Das Ganze etwa in der 60. Minute. Es ist nicht mehr viel zu spielen. Für uns auch unfassbar. Nur für mich war klar, wenn die Ecke jetzt wiederholt wird, und sie musste wiederholt werden, weil der pakistanische Rausläufer zu früh rausgelaufen war, wenn die Ecke jetzt wiederholt wird, nachdem ein deutscher Spieler eigentlich unberechtigterweise vom Platz gestellt worden war, jetzt würde der Schiedsrichter die Ecke nicht abpfeifen. Wir konnten also eigentlich unsere Standardecke spielen. Alles Risiko in diesen Schuss legen und das habe ich ja dann auch getan. Und Sie waren ganz schön wütend, gell? Nach dieser Situation war eigentlich die Wut total. Jetzt musste es eigentlich passieren. Und siehe da, das hat geklappt. 60. Minute, also kurz vor Abpfiff. Dieses 1:0 für die deutsche Mannschaft, gucken wir uns nochmal an. Wer gibt rein? Ja, wer Carsten stoppt? Keller gibt rein, unser Senior. Uli Voss stoppt mit der Hand und ich schlage. Eine Standardsituation, oftmals geübt. Also es wurde immer gesagt, ich hätte das 5000 Mal geübt. Ich glaube, das reicht nicht mehr. Ja, und das hätte noch deutlicher ausfallen können. Horst Dröse hat hier knapp verpasst. Ja, das wäre natürlich toll gewesen. Uli Klaes auf rechts außen. Pakistani dann kurz vor Schluss auch nochmal eine Möglichkeit. Abgewehrt. Die Zeit läuft ab. Jetzt muss gleich der Schluss. Jetzt kommt der Schluss. Schönes Gefühl. Ja. Ach toll, wenn ich das nochmal sehe hier. Und das war schon toll. Ein Glücksbringer war dabei. Naja, jetzt wissen wir, warum es geklappt hat. Ein Schornsteinfeger aus Braunschweig übrigens. Ja, und dann die ganze Mannschaft aufs Podest mit der Nummer 1, die Goldmedaillen. Dröse. Ja, Frau Dröse. Krause. Wer ist das? Das ist Dieter Freise, kurz davor war ich, ja. Ja, und nun tut sich etwas, die Pakistaner reklamieren. Es sind viele pakistanische Zuschauer hier gewesen, die sehr fanatisch reagiert haben. Wir haben das gar nicht so mitgekriegt, also das, was jetzt hier sich abspielt, dass die Pakistaner ihre Silbermedaille herumschlenkern und sich ärgern, das haben wir daneben gar nicht so mitgekriegt. Erst an der Reaktion der Zuschauer merkte man das.